Resident Evil 3, meine Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt. Die Demo haben wir ja schon ausprobiert. Jetzt Vollversion. Schauen wir mal, was so passiert. Ich hoffe, es kommen keine Zombies. So, fangen wir an. Tu mir es. Fluffy, was sagst du? Anfangen. Okay. Ich würde sagen, erstmal Standard. Okay? Standard ist gut. Ja. Du, ich wäre jemand, der würde die niedrigste Stufe wählen. Also, Also, es das heißt ja immer, man wenn du spielt auf gern normal Veteran bei gehen. Resident Evil, weil das so nach dem alten Dings ist, nach dem alten Schema. Ich habe den Zweier, das Remake, auf Veteran bis zum Teil gespielt, aber dachte, nee, ich bin noch nicht so gut drin. So, Moment. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs roam the city, burning buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious in school last night. A citywide emergency has been declared. CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Schaut nicht gut aus für mich. Moment, 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 ich schaff das, ich schaff das. Erste Hürden momentan an meinem Controller. Ich krieg das. Ich schaff das. Sieht gut aus bisher. Ja. So. Erstmal an die. Ein Schatten an der Wand, das bin ich. So, hier der Fernsehregler, wie wir bei der Heiler-Familie sagen. Liegt hier eine alte Perücke? Nein, eine Damenstrumpfhose. Na gut. Kann man machen. Ich finde schön, dass das Raccoon City heißt, die Stadt. Das fand ich schon immer toll. Stimmt, ja. Ist ein guter Name. Kann man sich auch merken. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du da jetzt hier so Resident Evil 7-artig mit der Ego-Perspektive anfangen, kurz. Scheinbar. Was heißt scheinbar? Ist so. Sehr, sehr eigenartig, ja. Das ist okay. Mach mal das Licht an. Ich würde gerne, da steht da nur eine Laterne. Ja, dann wird es wohl die Tür da hinten werden. Die einzige, in der Licht brennt. Hey there. Oh!
With the bang. Moment. Fucking hell. Gets worse every night. Don Julio, danke schön für das Abo an Island Freaks. Vielen, vielen Dank. Don Luben. Three more days. Then I can. Wow. Wow. Okay. Es ist gut, danke. Kiss this town goodbye. Ich hoffe, der Stream ist schon, ne? Ja, okay. Weil nicht, ja, dass meine ganze Verbindung abfällt. Weil das Ding ist eigentlich mit dem Kabel dran. Aber dann würde ich es merken, hoffe ich. Oder du sagst es mir. Wenn du mich nicht mehr hörst, dann weißt du Bescheid. Stimmt allerdings, dann. Mhm. 3 Tage nur noch, dann kann ich aus dieser verfluchten Stadt raus. Was soll jetzt noch passieren? Es war ja nur ein Traum. Schau mal, Jacinda hat auch abonniert. Oh, danke schön. Jetzt sind 2 Monate. Danke schön. Jetzt ist endlich Zeit, mir die Strumpfhose näher zu betrachten. Das war ja nur ein Oberteil. Noch eine Strumpfhose. Na gut. Aber lag da drunter nicht eine Strumpfhose? Ja, ja, ohne Strumpfhose. Aber das ist so beides zusammen. Das ist nicht meins. Ach so. Ach so. Da flipp ich doch nur alles. Strumpfhose ist das einzig wahre. Definitiv. Stützstrumpfhosen. Oma Boy, du weißt es. So. Ja. Tschüss, bitte. So, ja. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir oft hatte. Vielleicht wird dieser Bedicht der letzte Dienst sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus. Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person, durch die in Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Verzeihung, ich bin immer noch ein bisschen müde. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Aerogene. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Aber das aerogen zu nennen, ist ja auch. Kann man da nicht. Haben Sie ja Angst gehabt, Worte zu nehmen, die auf normale Krankheiten, die wirklich existent sind, zu schließen sind, so, weißt du, so. Kann ja auch einfach Röpfcheninfektionen schreiben. Da wissen die Leute wenigstens, was gemeint ist. Aber das war in den 90er. Da war das noch anders. Immer noch? Offener Umschlag. Ich lese jetzt keinen Spaß. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Was? Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und das macht doch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und das funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich zähle langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was auch immer, die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Daran findest du alles, was du wissen musst, solange diese Päckchen nicht abgefangen werden. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Oje, oje, okay. Die Ausgangssituation ist ja schon ein bisschen. Ein bisschen gespannt. Gruselig. Gruselig. Bisschen einengend. Oh, Pizza. Oh. Und ein Brief von einem Kollegen. Ja, nehme ich auch noch. Angel Valentine. Hey, du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du danach forschen und Fragen stellen. Ganz, ganz wichtig. Jill, für die, die es tatsächlich vielleicht nicht wissen oder so, ich muss das nicht, dass ich Scheiß rede. Jill Valentine ist
die Dame, die im ersten Teil in Raccoon City dabei war. Also es war ja Chris Redfield und Jill Valentine. Und also als die beiden Hauptcharaktere. Und genau, im zweiten war es ja Leon Kennedy und Claire Redfield, genau. Also man ist quasi jetzt hier, hat das überlebt. Und natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Aua, fuck. Brad Wickers, oder wie ich ihn nenne, Brad Fickers. Stars Alpha Team, für immer und ewig. Musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Aber von wem ist das leckere Süppchen, frage ich mich. Was mir gerade auffällt. Der Pizzabote wird zu spät. Da hat sie sich schon ein Süppchen gemacht. Was mir gerade auffällt. Ja. Schau mal die Höhe an. Das wirkt so, als wäre sie ungefähr 1,02 Meter. Das ist ja eigentlich so ein kleiner Tisch mit so einem Hocker. Und sie kann gerade so zum über den Tisch ranschauen. Aber beim Kühlschrank halt. Beim Kühlschrank nicht, aber. Na, da geht's. Es ist vielleicht auch ein verdammt großer Tisch. Das haben wir auch nicht vergessen. Wir dürfen ja hier nichts. Ein Tisch für große Leute. So was gibt's in meinem Haus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ey, wir können in den Kühlschrank gucken. Bakery Bread? Raccoon Milk? Warum nennt man sie dann Raccoon Milk? Wie gut. Ja, weil die noch frisch vom. Die ist noch frisch vom Waschbär gezapft. Das haben sie für mich gemacht. Ich glaube auch, Anja Katrin. Schön. An der Stelle ganz kurz. Habe ich schon nicht. Shuna Under Drabble, mein schlechtes Gewissen und Overwatch. Dankeschön für eure Follows. Was ist denn das neben Bakery Bread? Das sieht aus wie eine sehr. Snacks und eine. Ist das eine Nacktschnecke, die sich an einen halben Schuh dann macht? Ah, das könnte. Nee, es könnte ein Eclair sein, oder? Ja, und ich denke. Und eine Zimtschnecke? Ja, irgendwas in der Richtung. Oder man scheißt halt auf meinen Vorschlag, ne? Wow. Ich wollte das Spiel jetzt nicht noch gruseliger machen. Das ist nämlich eher so. Alter. Eher so Resident Evil 7-Style. Mit dem komischen Essen auf dem Tisch. Das stimmt. Alter, das im VR, ne, damals. Das glaube ich, das war bestimmt. Also, er hätte es eigentlich nur noch riechen müssen. Mach jetzt Licht an. Geht nicht? Doch jetzt. Raccoon Milk. Fast ein bisschen selbstverliebt geguckt jetzt. Recht. Ach, schau. Ah. 20.07 Uhr, 28. Telefon! Gott. Schnell. Fuck, ich schaff das nicht. Doch, ich krieg's hin. Es bleibt spannend, du bist. Alright, I'm coming. Don Julio, danke schön. Rabenfederchen. Are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my. Wow. Sagen. Lauf, Heider, lauf! Vor allem ist der Nemesis noch in der Originalverpackung. Warum die auch immer mit einem spielen müssen, ne? Grusig. Heia, ich wusste nicht, dass hier gleich so. Dass so gleich so mit Action losgeht? Ja.
schön. Vor allem ihr Kopf passt in seine komplette Hand. Oh. Oh Gott. Oh. Fortnite gespielt. Ach ja, sie hat erstmal schnell was gebaut. Oder er. Oder er. Aber das finde ich ein bisschen geil gerade. Kann ich super also, gemacht. Wie es von Cinematic zu jetzt musst du wieder selber steuern zu. Also es sind richtig tolle Übergänge. Das war zu cool, vor allem wie schnell das jetzt gerade auch ging, als er aus der Wand gehauen hat. Ich werde ein bisschen lauter machen, wenn es okay ist. Schauen wir mal, ob das passt. Jill? Over here! Brad! You okay? What was that thing? Damn if I know. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. Vielleicht sollte man immer sagen, dass da ein riesiges Monster hinter mir her war. Und ich. Das all happened so fast. Ja, das wäre vielleicht. Aber, der ist ja jetzt weg. Der hat sich jetzt zugebaut. Ja. Hey, wait! Down here! Ja, jetzt. Air Combat statt Top Gun, siehst du. Ich würde, wenn es zu laut wird, kann man es ändern, aber ich würde, es ist ein bisschen zu leise gerade tatsächlich. Brad hat nicht die Glubschen aufgemacht. Nee, Brad wirkt eh sehr, sehr übereinander. Ja. Das Messer, das ist gute Messer. Don't think about it. We're gonna make a run for it. Come on, Jill. We know how this ends. No, also ich weiß nicht, ob ich Brad noch mitnehmen möchte. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I do. Go! Ich find's aber cool, dass sie diese cheesy Dialogs noch drin haben. Das ist halt so. Ja. Sorry, Brad. Der würde auch was fehlen ansonsten. Das stimmt. Zombies? Nein! Zurück. What? Ja, nee, das sind zu viele. Ich habe zwei Schuss. Servus. Du Fluffy, ich glaube, du könntest sogar etwas näher ans Mikrofon ran. Okay. Okay, warte mal. Kein Problem. Ohne mich. Ja. Parkwasser. Das kann ich. Da sehe ich mich auch drin.
Alter, ist ja gut. Sir, are you alright? Stay back! Don't come any closer! Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there! The parking garage isn't far. I can tell. The only safe place is in here! So. Wow. Sir, what's your name? Okay. I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. And yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, miss. Flecki, macht dir zu, macht dir Zombie-Geräusche. Ich hab's gesehen, ja. Das ist sehr lieb. Mhm. Missy? Hat er mich Missy? Would you please calm down? I'm a police officer. I'm here to help. Oh yeah, you've been doing a bang-up job. Ich würde auch keinem mehr vertrauen. Gar nicht der Polizei. Go handcuff yourself to one of those freaks. Aber ich find's gut, dass wir das jetzt da noch lang drüber diskutieren. Sir, this is your last chance. Das ist normal. No one else is coming for you. I'm not going anywhere. I'd rather starve to death than here to be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Okay. Wow. Man kann ja auch böse sein, weißt du? Manche Leute wollen es halt nicht anders. Es hilft halt nichts. Ah, oh, bist du. Nicht wundern, falls ich im Menü ein bisschen Probleme habe. Ich musste auf der PlayStation selbst in den Menüs meine Controller-Tasten umstellen, so wie ich es in letzter Zeit bei Shootern gewohnt bin. Kann jetzt sein, dass wenn da irgendwie R2 angezeigt wird, natürlich im Spiel. Zombie Dog! Doberman Dog. Ja, die sind gar nicht so. Die nicht, die sind ein bisschen böser als andere. Trotzdem ist es immer so fies, wenn sie in Spielen dann ja auch diese Sounds einbauen, wenn du dann erschießen musst. Oh, ja, mein Herz, jedes Mal. Ja, ja, genau so eine Szene. Das meinte ich. Ja. Okay. Sir? Sir, Parkticket. Ist es okay für Sie? Sir? Geht's Ihnen gut, Sir? Sir, Sie kommen hier nicht raus, Sir. Sir, ich kann Sie sehen. Ist kein Grund, sich so aufzulegen, Sir. Machen Sie doch bitte einfach die Schranke auf. Widersetzen Sie sich doch nicht. Sir, bitte statt. Shit! Oh Mann. Fuck! Schon immer gehasst in diesem Spiel. Du weißt nie, wie viel Schuss du brauchst für einzelne Zombies, weil jeder braucht irgendwie anders viel, gefühlt. Und das richtige Ziel. Du willst ja auch den Kopf schießen. Ja, das ist, also dieses da daneben und wenn du ja eben Munition Knappheit hast, ne? Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Ja, und damit haben wir das Spiel hoffentlich jetzt gleich zu Ende, weil es wird gut ausgehen für uns und dem Helikopter. Ja? Manu! Ja, okay. Ich muss was wegen Zwischensequenz. Bro. Du kannst auch erst im Chat gucken. It's my turn, bitch! Wir sehen uns. Achso, scheiße. Ja, die falsche Taste, ne? Weil ich habe gesagt, oh Gott. Thank you.
Manu, ganz viel Spaß. Schönen Abend. Jetzt brennt er auch noch. Jetzt hat er seine normale Nemesis gestalt. Achso, ja. Ja. Ich find's gut, dass er jetzt leicht schwach auf den Knien ist, wenn er eine Rakete abgibt. Das ist ein Kryptonit. Zu kurz meine, so 2-3 Minuten ein bisschen. Ja. Carlos ist übrigens einer der in Raccoon City stationierten Jonas Brothers. Bin gespannt, was da noch kommt. Gute Frisur. Ja. Somebody to lean on. I think we're in the clear. So. Tatsächlich gibt es hier Zombiehunde, ja. We've been bringing die survivors here. Seit dem ersten Teil, ja. Die ganz bekannte Szene. Moment. It's safe. I'm fine. Wow. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Wie gut diese Dinger sind, ne? So toll. Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Hell Squid Zero? Könnte sein, ja. Tyrant of the Deep. Wow. Aber das sieht echt gruselig aus. Ja, also Tyrant of the Deeps, wenn du das so... das guck ist. Mal. Skullstalker, wie gut. Adrift in Space. Und hier auch nochmal Skullstalker. On the Red Planet, ja. Aha. Natürlich, die gute Fortsetzung. Und hier Sudden Death Bowling. Wolf of the Battlefield, okay. What the fuck. Aber gut, sowas finde ich halt immer super. Oh ja. Was haben wir hier? Time to get... Bad luck game. Time to get started. Who wants the first ticket to hell? Disaster. Da lief vorhin auch im Kino eben oben. Hunt for the missing ship. Okay. Ja, da ist Top Gun. Air Combat 1942. Mars Carla is off duty. Es ist Ferris Bueller's Day Off. Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, irgendwie. Also, es ist so ähnlich. Es ist auch, Ferris Bueller ist aber auch im Cover irgendwie, schaut da so ein bisschen nach unten und hat, glaube ich, auch eine Sonnenbrille, die er runterzieht. War das Matthew McCarthy? Bin mir das ganz sicher. Raccoon City, ein Innenstraßenmap, okay. Ah, die Dinger sind super. Nothing. I never seen anything like it. But it's no zombie. Haben sie echt schön gemacht. Und wie gesagt, ich bin total geflasht von dem ganzen. Ja, das ist krass. He's all yours. Hast du da ab und zu auch auf Twitch an wegen Ton oder machst du unten? I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa. What are you talking about? Kill you. We're just here to help people. What's wrong with Umbrella? What's wrong with Umbrella? Oh my god. Your company is responsible for infecting everyone. Yeah. I don't know anything about all that. Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Mir fällt gerade wieder ein, ich habe das letztes Mal schon gemacht. Wir könnten mein Fenster wieder rüberschieben, weil sie ja so links ausgedichtet ist. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, das ist jetzt nicht schlimm, aber kann ja nicht schaden. Ja, ergibt mehr Sinn. Also es ist, glaube ich, angenehmer dann auch beim Zielen, beim Zugucken. Ja, und das eh hier egal ist, also im Sinne von, dass wir ja keine großen Anzeigen haben, passt das eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ja, okay, sieht auf jeden Fall jetzt schon mal besser aus. Das ist gut. Wunderbar. Dann. Stopp. Ja, jetzt. Dieser Carlos, ne? Er ist schon ein wilder Bub. Ein sehr. Also. Dinobites übrigens. So tasty, they might go extinct. Lobster gibt's nur bei Jim Krabs. Und hier haben wir das Science Forum. The robots surpass humanity. Okay. Think about the 21st century. Traditional. Party, Alter, mit dem möchte ich aber nicht Party feiern, du. Das habe ich, das müsste jetzt das Stückchen aus der Demo dann gleich sein, aber ich habe mir sagen lassen, dass es
etwas anders läuft als in der Demo und auch die Sachen anders verteilt wurden und so. Astro Crunch, okay. Freak Cinema, okay. Freak Cinema sieht schön aus. Schönes Boot. Ach, jetzt Skullstalker sieht ja ein bisschen aus wie der Terminator. Und das ist eh. Genau. Fünf Fuster sind ungefähr Alien. Genau. Mhm. Big E back Big home e? For one night only. Okay, eine Band. Comic Books must read for every kind of fan. Untold Tales, Horror, das sind die ganzen Geschichten aus der gruftmäßigen Dinger. Mega Man. Wow, Mega Man. Ja. Ja, Capcom, Mega Man, ja klar, gibt Sinn. The Great Gladiator, wahrscheinlich Conan. Eins der Dinge, die sie reinbringen können. Richtig. Piracy Under the Waves. Okay, aber sowas finde ich halt richtig, richtig cool. Auch irgendjemand muss die Dinger ja machen. Finde ich super. Ja. Muffin, warum kannst du nicht donaten? Du kannst donaten. Was? Warte, ich kann. Es sei denn, Schmidt gerade was, aber. Ich versuche mal. Mhm. Also bei mir lädt alles. Mach mal die Zwischensequenz dabei. Dann kannst du schon gucken. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. I'm ahead to the street level. Red Wenzel, kennst du dich eigentlich mit der Resident Evil Story aus? Früher ja, ist aber sehr, sehr, sehr lang her, weil ich ganz großer Fan von Teil 2 war damals, PlayStation 1, schrägstrich kam dann auch eine PC-Version raus, da schon noch und jahrelang, aber es ist so lang her, also ich bin nicht mehr so drin, nein, also die Virusarten und so, nee, Figuren teilweise, aber ich war schon mal viel mehr drin als jetzt. Ich schaue mir immer wieder so Retrospectives an, wo dann die Story auch nochmal erklärt wird, aber nee, momentan jetzt nicht so hart. Das UBCS Munitionshandbuch. Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni, so nennt sie wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Zweimal Schießpulver gibt Schwachsinn, gibt Pistolenmunition. Schießpulver und hochwertige Schusspuffer gibt Flintmunition. Ah, schaut mal einer an. In der Demo dachte ich, es wäre zweimal hochwertiges, aber gut zu wissen. Hochwertiges Schießpulver zweimal gibt Mag-Munition. Wenn ihr euch ausgestattet habt, dann kann die Party starten. Gibt diesen untoten Drecksäcken, was die Flächen passen auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Alright. Lass uns mal da noch schnell lang gehen. In der Demo war da noch nichts, aber wir können mal gucken. Let's go. Oh, Fluffy, du hast gespendet. Dankeschön. Einen Dollar. Vielen Dank. Genau, ja. Nicht wundern, war ein Test, weil Mafina gerade Probleme hat. Oh, okay. Und ich wollte gucken, ob
das allgemein ein Problem ist oder nicht, aber bei mir klappt das. Kann auch irgendwas sein. Also wie gesagt, beim Internet momentan... Oh, ja, Opera, ich habe es mit Chrome gemacht. Also dann mal bitte den Browser wechseln, dann kann es auch daran liegen. Sorry. Alles gut. Genau. Aber Dankeschön, Muffin. Wenn, oder Muffina. Gottes Willen ist natürlich kein Problem, wenn es nicht klappt oder so. Aber wie gesagt, aber Internet man momentan... sollte erforschen. Das stimmt. Ja, ist gut zu wissen auf jeden Fall, dass es trotzdem geht, weil wenn ich das dann wirklich, keine Ahnung, was mehr spinne und ich was umstellen muss. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ich sagte jetzt wieder, ich muss jetzt hier viel... Okay, dann gehen wir mal hoch. Das ist also eine Treppe. Das ist doch jetzt schon, glaube ich, ein bisschen anders als bei... Oder? Ich bin jetzt ganz hier. Ich mag halt diese kleinen Details. Die Chips... Pringles-artigen Dinger. Ja. Das ist halt schon geil. Was ist denn das für ein Logo? Das ist ein Fisch, ne? Auf den Pringles? Auf den, oder was ist das? Nee, er ist wieder ein Raccoon. Ach, das ist ein Raccoon, ja, ist klar. Natürlich. Was soll es auch sonst sein, ne? Das ist ja auch Raccoon Milk, hallo? Ach nee, das war jetzt das genau. War das nicht... Ah ja, pass auf. Hast du... Warst du beim Anspielen dabei? Achtung, ich lese jetzt den besten Text aller Zeiten vor. Das geil. Muss, okay. Das ist die Raccooner Stadtzeitung scheinbar. Mhm. Das ist so wie bei uns der Donaukurier. Also gar nicht so toll. Okay. So, jetzt die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lamb Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden. Was nahelegt... dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Achtung, wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Der News Comet. Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiziert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Muffin? Vor allem? Ja. Willst du zuerst? Ich habe was zu dem Text, deswegen. Okay, ich mache hier kurz. Muffin, jetzt geht's. 5 Euro. Rosen sind rot, mein Pimmel ist klein, ein Kind auf 7 Mülltonnen verteilen, einer von uns die Axt glänzt zu fallen. So muss das sein. Ich kann ja nur der Heider sein, gezeichnet die Karte Against Humanity rundunter. Alles klar. Das, dann sage ich Ari. Danke. Ari sagt gezeichnet und dann haben die sich wohl zusammengerottet. Scheinbar, ne? Da gibt es wohl eine Runde oder eine Zusammenrottung. Die Rotte. ganz kurz, Jonas, the Joestar, der Gamer, it's Lupien? Lupor? Ich kann es nicht lesen. Und Warpick, Dankeschön für ein Follow. Du wolltest zum Text noch sagen, genau. Genau. Nee, du musst den... Kannst du den wieder aufmachen? Well. Das stand. Doch. Ja, hier. Ja, erste genau und zweite. Seite 2. Ja. Da. Seite 2. Die Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandeltet. Ja, das ist auch hier steht, unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiziert, harte Frage gestellt. Genau, das ist eben... Ich bitte darum, dass das Absicht ist und das einfach nochmal das Käseblatt verdeutlicht. Es könnte echt gut sein. Also da könnte man eigentlich mal schauen, ob irgendwo anderweitige Fehler drin sind. Aber es wird super passen, dass es gewollt ist, ja. Was halt geil wäre. Also was sehr praktisch wäre. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Nani! Ich bin ja beruhigt, dass das nicht nur bei Männern ist. Nee, also, ich bin da überhaupt nicht sexistisch oder sonst was. Die werden bei mir alle da reingeflömmelt.